Zuerst müssen wir uns aus unseren inneren Gefängnissen befreien. Lernen wir, unsere eigene Realität zu kreieren. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu unserem Online-Workshop vom Donnerstagabend. Und wir sind immer noch beim gleichen Thema, weil das so brisant ist und so interessant. Wie soll es weitergehen von jetzt bis 2030? Ich habe verschiedene Channelings publiziert, Prognosen publiziert und daraus geht hervor, unsere Gesellschaft wird sich immer mehr Richtung Parallelgesellschaften entwickeln. Also die Mainstream-Gesellschaft auf der einen Seite und das neue Zeitalter auf der anderen Seite. Das ist das Thema von unserem Workshop. Welche Realität wählst du für dich? Und wir können mitten in der Hölle das Paradies kreieren. Auch wenn wir mitten in der Hölle leben, können wir Paradiese kreieren. Das wird sehr schön beschrieben, vor allem in diesem Channeling von Helmut von Berlin. Und das sind vor allem Gemeinschaften, die sich da zusammentun, Gemeinschaften von spirituellen Menschen, die aber undogmatisch sind, die sich zusammentun, um zusammen zu leben, zusammen zu überleben, zusammen Landwirtschaft oder Permakultur zu machen und viele, viele andere Sachen. Und daran arbeite ich selber ja auch. Wir machen jetzt zum Beispiel jeden Monat ein Workshop für Gemeinschaftsinteressierte, die Interesse hätten an einer spirituellen Community. Und es gibt ja schon einige Möglichkeiten, wo man das machen könnte. Das ist weniger das Problem. Das Problem ist mehr, dass die Leute sich finden, die gemeinschaftsfähig sind, die eine neue Kommunikationskultur entwickeln, eine neue Beziehungskultur entwickeln, die fähig sind, Konflikte konstruktiv zu lösen, die fähig sind, in einem Team konstruktiv zusammenzuarbeiten. Wie sieht unsere Zukunft aus, die nächsten 9 oder 10 Jahre? Wir tauschen uns aus über die Themen unsere Arbeit, unser Einkommen, unsere Versorgung, das Geld, das Tauschen. Was habe ich für Angebote, wenn zum Beispiel die Supermärkte keine Produkte mehr haben? Was kann ich dann tauschen? Das ist so die materielle Ebene. Und dann die soziale Ebene. Wie wohne ich? Will ich dann anders wohnen in der nächsten Zeit? Habe ich Freunde? Habe ich einen großen Freundeskreis von Leuten, die auch Interesse haben, etwas Neues zu machen? Meine Nachbarschaft? Kenne ich Herzensmenschen, mit denen ich in Zukunft etwas zusammen machen möchte? Habe ich schon mein eigenes Team oder sogar schon eine Gemeinschaft? Ja, das sind so die Themen und wir starten jetzt in unsere Kleingruppe. Ja, Linda, möchtest du anfangen mit deinen 3 Minuten? Einfach 3 Minuten hast du Zeit, das zu sagen, was du möchtest. Zu den Themen, die du gerade aufgezählt hast, ne? Genau. Ja, ich kann es versuchen. Work in progress, würde ich sozusagen. Also ich glaube, mein Weg hat mich genau dahin gebracht, dass ich genau den Weg neu gestalten kann. Also
wie soll ich das sagen? Also auf der Suche nach meiner Berufung habe ich verstanden, dass ich etwas in mir trage und der Weg, der mich hierher gebracht hat mit allen Themen, die ich so hatte, dass ich da damit etwas lerne, was ich genau jetzt brauche. Also um es konkret zu machen, ich hatte studiert und wusste nicht, was ich damit machen sollte, war aber im Gegenzug ganz schön überfordert in der Studienzeit und habe dann gesagt, ich will Klarheit und habe dann durch ganz viel innere Arbeit verstanden, dass ich schon ganz richtig bin auf dem Weg, wenn ich wirklich meinen Weg gehe. Und vor allem in den letzten anderthalb Jahren haben sich Dinge gezeigt, die ich mir eh schon gewünscht habe, und durch die äußeren Umstände, die globalen, habe ich irgendwie gemerkt, dass ich plötzlich mehr und mehr in die Richtung gehe, die ich mir schon lange gewünscht habe. Sei es jetzt Menschen, Herzensmenschen, mit denen ich wirklich tiefgründige Unterhaltungen führen kann, wobei ich da schon immer Menschen gesucht habe und dass da auch immer welche gefunden habe. Oder sei es jetzt Teil einer Gemeinschaft zu sein, was sich irgendwie auch gefügt hat. Da sind wir eine Gruppe von knapp 30 Leuten ungefähr gerade, die, glaube ich, auch alle sehr viel Herzensarbeit und innere Arbeit machen. Aber natürlich sind wir alle auf dem Weg und haben so unsere Herausforderungen, sowohl individuell als auch kollektiv. Und mein Beitrag ist sozusagen, für die Welt meiner Berufung nachzugehen, indem ich Menschen, die genauso auf dem Weg sind, zu helfen, ihre innere Stärke zu finden. Und aber auch, also das bedeutet, die Verbindung zu sich wieder zu spüren, sich zu verbinden mit der Natur, indem ich auch Naturcoachings und weitere Arbeit in der Natur mache und darüber hinaus das Ganze auch für Gruppen begleite oder auch erleichtere. Und dafür muss man sich auch streiten können. Und ja, da bin ich aber gerade noch, sage ich mal, was die Umsetzung angeht, bin ich gerade noch am Anfang. Ich habe vor ein paar Monaten angefangen, wirklich umzusetzen. Und dann kam so meine Herausforderung, weil ich als Frau ja manchmal auch noch diese alten Themen von Angst vor Sichtbarkeit mit mir rumgetragen habe. Und das habe ich auch Stück für Stück schon abgebaut. Aber da darf es gern mehr sein, dass ich da noch mehr in die Umsetzung komme. Und ja, meine Herausforderung oder meine Frage ist manchmal, ich weiß, ich bin ganz gut auf dem Weg, aber wenn so der zeitliche Faktor mit ins Spiel kommt, dann werde ich manchmal unruhig. Oder wenn ich dann merke, sind die 3 Minuten schon rum? Genau, wenn ich dann mich erwische im Mangeldenken, dann darf ich da auch wieder rausfinden. Danke, Linda. Dann kommt die Feedback-Runde. Urs? Ja, Linda, du entsprichst eigentlich meinem Ideal von Pionierin. So würde ich mir das wünschen, dass es noch viel, viel mehr geben würde, von viel mehr Leute, die so aktiv werden, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, das Äußere, die äußere Welt und die innere Welt ins Gleichgewicht kriegen, weil das eine geht ohne das andere eben nicht, habe ich festgestellt bei all diesen Gemeinschaften, die ich besucht habe. Da war es meistens etwas einseitig und ist oft daran gescheitert. Aber wenn man das ins Gleichgewicht kriegt, dann kann es eben sehr, sehr schön und sehr, sehr gut und sehr, sehr produktiv werden. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass deine Mitstreiter in deiner Gemeinschaft da auch so konsequent sind und das auch ins Gleichgewicht kriegen. Ja, viel Erfolg. Dann kommt der Urs. Ja, mein Schwergewicht. Also eben, das sind ganz elementare Sachen. Ich versuche ein bisschen auf Vorrat Sachen einzukaufen. Kürzlich ein Biotta-Saft, den ich kaufte, kostete plötzlich
1 Franken 60 mehr und sie konnten mir in der Drogerie nicht erklären, warum. Und da habe ich gedacht, ja, es wäre gut gewesen, wenn ich schon ein paar Monate früher Vorräte oder auch von diesem Getränk, Biotta-Getränk, eingekauft hätte. Reis, ich denke an ein Notstromaggregat, ich denke an ein Dörrgerät, das habe ich kürzlich bei Eva Herrmann gehört. Man kann auf dem Dörrgerät Zitronen mit Schale oder Schnitze dörren und hat dann einen wunderbaren eine Vitaminbombe, vor allem Vitamin C. Und ja, merke mit den Menschen, mit denen ich hier verbunden bin, die sind alle halt irgendwo noch oder im Hamsterrad und haben eigentlich keine Zeit, möchten eigentlich gerne aussteigen, sind aber finanziell eben nicht, können das aus finanziellen Gründen nicht. Ja, also so sehe ich, dass das nicht so einfach ist jetzt bei mir, dass das die praktische Seite und die innere Seite, dass das so ineinander greift. Danke, Urs. Dann kommt die Feedback-Runde. Linda? Ja, also ich habe bei dir herausgehört, dass du dich vorbereitest. Dir zwar auch wünscht, dass du das vorher gewusst hättest, aber du bist ja auf dem Weg und machst dich schlau und besorgst dir Dinge, die dir wichtig erscheinen. Wobei, ja, die Menschen, die dich umgeben, scheinbar nicht so auf dem Weg sind wie du. Und da empfehle ich aber allen Menschen wärmstens, ja, sich mit den Menschen zu umgeben, die wirklich gleich schwingen, da sich zu öffnen und einfach, ja, zu öffnen, dass die Menschen zu einem finden. Und was die Vorbereitung angeht, weil ich glaube, viele von uns verfallen da manchmal auch in Panik, dass es da ganz wichtig ist, auf die innere Stimme zu hören, was wirklich wichtig ist, was man wirklich braucht an Vorbereitung. Also falls da mal irgendwie ein leiser Gedanke von Angst und Panik auftaucht, dann vielleicht nochmal innehalten und gucken, was ist wirklich für mich wichtig. Ja. Danke, Linda. Dann mein Feedback. Ja, es freut mich, dass du da aktiv wirst und Vorsorge betreibst. Ich würde mal bei Biotta vorbeigehen und dem Chef dort die Leviten lesen. Weißt du, das ist natürlich, er benutzt jetzt wahrscheinlich die Gelegenheit für Preiserhöhung, weil die haben ja gar nicht das Problem, was andere haben. Das ist eine Schweizer Firma und die haben Schweizer Lieferanten. Und da habe ich jetzt noch nichts gemerkt, dass jetzt die Preise sich so vervielfacht haben, dass ein solcher Preisaufschlag von, weiß ich, das sind wahrscheinlich etwa 30%, dass das gerechtfertigt wäre. Und dann hast du erzählt von deinen Freunden, von deiner Umgebung, von deinem Netzwerk. Die haben alle keine Zeit, sind im Hamsterrad. Aber weißt du, da muss ich der Linda recht geben. Wir haben alle gleich viel Zeit. Wir haben alle 24 Stunden Zeit. Es ist nicht eine Frage, ob ich Zeit habe oder nicht, sondern es ist eine Frage, wie setze ich meine Prioritäten in meinem Leben? Und wenn die sagen, sie haben keine Zeit, dann sagen sie in Wirklichkeit, meine Priorität ist dort und dort und nicht da und da. Darauf würde ich sie mal aufmerksam machen. Und sonst kann ich nur das, was die Linda empfohlen hat, bestätigen. Suche dir bessere Freunde, weil auf solche Freunde kannst du dich nicht verlassen. Wenn sie lieber im Hamsterrad weiterstrampeln, anstatt mit dir zusammen oder mit ihren Freunden zusammen etwas Neues aufbauen, auf solche kannst du dich nicht verlassen.
Ja, eben mein Feedback noch dazu, eben so von zwei mindestens von diesen Projektmenschen, die wären gern bereit, ihre Zeit zu geben, aber gegen Bezahlung. Ja, das wäre, also dann tschüss, tschüss und auf Wiedersehen. Auf nimmer Wiedersehen. Ja. Also, dann mache ich weiter mit meinen 3 Minuten. Ja, wenn da die Rede ist von Parallelgesellschaft, dann muss ich sagen, ich bewege mich eigentlich schon mein ganzes Leben in einer Parallelgesellschaft. Und diese Channelings haben mich dann einfach sehr gefreut, weil ich gemerkt habe, ja, was die da empfehlen, das mache ich schon lange. Ich habe meine Vorräte vor 10 Jahren gekauft und im neuesten Channeling von Volkhilde, was ich in diesem Newsletter veröffentlicht habe, da steht drin, wir brauchen keine Angst zu haben vor Blackout. Es gibt aber Preiserhöhungen. Die Energiepreise werden in den Himmel klettern. Aber die Energiepreise sind für mich kein Problem, weil ich so wenig Energie verbrauche da in meiner kleinen Wohngemeinschaft. Da habe ich auch keine Bedenken. Ich freue mich auf diese Zeit, weil das ganze System zusammenbrechen wird. Und die Leute dann gezwungen werden zu denken. Und das finde ich das Beste, was passieren kann. Früher sagte ich dem so, wir bewegen uns auf des Messers Schneide. Links und rechts geht es in den Abgrund. Das ist die beste Atmosphäre, damit die Leute anfangen zu denken. Ja, also. Es hat mich jetzt einfach noch ein bisschen motiviert, dieses Channeling, dass wir alle dann in spirituellen Communities leben werden oder sterben, krank werden, in der Psyche landen, wahnsinnig werden, uns umbringen oder gegenseitig umlegen. Und diese beiden Gesellschaften, die entfernen sich immer mehr auseinander und es gibt dann so etwas wie psychologische Unsichtbarkeit. Also wir bleiben unter dem Radar und der tiefe Staat kommt gar nicht auf die Idee, uns zu verfolgen, weil sie ständig abgelenkt werden von den Lichtkräften. Wenn sie auf diese Idee kommen könnten, dann läutet gerade das Telefon und es passiert etwas anderes. Ja, das ist sehr beruhigend zu wissen. Und ich freue mich sehr, dass jetzt eine Zeit anbricht, wo wir eine neue Gesellschaft, eine neue Welt kreieren dürfen. Und das, finde ich, macht sehr viel Spaß. Und ich merke das jetzt schon an diesen Workshops, die ich mache. Da schimmert das so zwischen den Zeilen durch. Und auch bei meinem Team in der Schweiz habe ich ein Team und versuche das auch auszubauen. Wir haben uns da vorletzten Dienstag, nein, letzten Dienstag getroffen, das letzte Mal. Und das war dermaßen herzerwärmend. Das habe ich noch nie erlebt, so stark. Das war wunderschön. Und am letzten Workshop habe ich eine Teilnehmerin kennengelernt, eine neue Teilnehmerin. Sie kennt mich schon seit 10 Jahren, weil vor 10 Jahren habe ich an einer Demo mal meine Flyer verteilt. Und die hat, kommt mütterlicherseits aus dem Engadin. Und ihre Eltern haben dort noch ein Haus. Und dort gibt es eine Ferienwohnung. Und die habe ich jetzt besucht, letztes Wochenende. Wunderschönes Wetter. Und Herbst ist ja immer wunderbar im Engadin wegen diesen goldenen Lärchenwäldern. Die Lärchen werden goldgelb. Und da haben wir wunderschöne Fahrradtouren gemacht und haben
ein Workshop geplant über Weihnachten, Neujahr. Kann man dort in diese Ferienwohnung kommen? Ist beschränkt auf 12 Personen. Und das ist dann ein Ferienworkshop, also nur am Vormittag Workshop. Am Nachmittag kann man Skifahren gehen, spazieren gehen, Mountainbiken oder Langlauf oder was auch immer. Und so günstig wird man in dieser legendären Skiregion der Schweiz, in der legendärsten Skiregion der Schweiz, nie mehr Ferien machen können. Ja, das waren meine 3 Minuten. Jetzt kommt euer Feedback. Ja, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Ja, also eben das mit dem unter dem Radar bleiben. Es geht eben dahin, dass offenbar die Impfungen damit verbunden sind, dass man eben auf dem Radar, das heißt je nachdem schon auf ein Handy oder auf einem iPhone erscheint, ob man geimpft ist oder nicht. Und ja, ich hoffe, dass da man eben nicht Schwierigkeiten bekommt, wenn man eben nicht, wenn keine Nummer aufleuchtet, wenn man irgendwo passiert, vorbeigeht und nicht identifiziert werden kann. Okay, das Nicken habe ich mal verstanden, als du bist fertig. Ja, also was mir so an Gedanken kam, war, das finde ich, ich finde es halt sehr spannend, Markus, dass du schon so lange auf dem Weg bist. Du bist ja ein paar Semester älter als ich und du hast nicht aufgegeben und dass du auch so positiv drauf bist und auch Freude daran hast an den Entwicklungen. Die teile ich aber auch. Ich sehe auch schon, dass es sich verändert und du da auch ein bisschen Humor hast. Das finde ich schön. Und ja, irgendwie auch so viel durch deine Arbeit so viel kanalisierst. Ne? Es gibt ja anderen auch wiederum die Möglichkeit, daran anzuknüpfen. Ja, also danke dir für diese Sichtbarkeit. Und ich finde diesen Punkt an psychologischer Unsichtbarkeit auch super spannend. Den Begriff hätte ich jetzt nicht erwartet. Was ich mich immer noch frage, ist dann, wie funktioniert das dann trotzdem in der Realität? Ich glaube, wir werden es rausfinden, aber Parallelgesellschaften, naja, ne, also ich weiß, die Menschen, mit denen man nicht in Resonanz ist, die trifft man auch nicht. Aber ich jetzt zum Beispiel lebe in einer Großstadt und ich bin ja schon wie eine Insel. Aber die Menschen um mich herum sind ja noch da. Naja, die Frage ist, wie sieht es im Endeffekt aus, Parallelgesellschaft? Ich habe in meiner Gemeinschaft von dem Initiator auch und davon gehört, er sieht es auch so. Macht mich aber ein bisschen auch traurig, wenn es wirklich so ist, es sei denn, alle liebevollen Menschen kommen noch mit, weil noch sind wir ja doch recht wenig. Genau, das war ein Punkt. Ein Punkt hatte ich noch. Workshop. Ach so, du kannst auf jeden Fall auch gut Werbung machen für deine Arbeit. Ich gucke es mir mal an, diesen Workshop, Ferienworkshop. Mal gucken. Und goldene Lärchenwälder macht mich auch sehr, sehr neugierig. Ja. Bin fertig. Ja, danke euch beiden für das Feedback und die Runde. Jetzt können wir uns einfach noch weiter ein bisschen austauschen. Der Vorteil, dass wir jetzt nur zu dritt sind, ist, wir haben mehr Zeit. Und die anderen reden uns nicht die ganze Zeit rein. Ja. Ich sage noch etwas zu psychologischer Unsichtbarkeit. Also, Sie haben ein Beispiel genommen. Du läufst spät in der Nacht durch einen Park in einer Großstadt und da kommt ein Vergewaltiger, ein Moslem, für den bist du ja nur eine Hure, weil du nicht einen Schleier trägst und so weiter.
Und ihr geht aneinander vorbei und in dem Moment, er kommt einfach nicht auf die Idee. Er denkt irgendetwas anderes, er kommt nicht auf die Idee. Er sieht dich zwar, aber er ist mit seinen Gedanken irgendwo anders. Und das sind die Lichtkräfte, die dafür sorgen, dass wir geschützt sind. Ich habe mir was notiert, deswegen, das finde ich ja spannend, weil das ja im Prinzip auch das ist, ich meine, was man jetzt vielleicht auch schon gemacht hat, dass man, wenn man einkaufen geht ohne Maske und so weiter, dass man dann auch natürlich, ich weiß, es hängt damit zusammen, wie man selber drauf ist, ob man da was zurückkriegt oder nicht, aber es gibt ja auch solche und solche Tage. Und ja, da ist der Spiegel der Menschen auch total unterschiedlich. Manchmal geht man ganz normal einkaufen, manchmal ist es halt nervig. Ja, wahrscheinlich dehnt sich das dann noch weiter aus. Aber es ist, was halt neu dazukommt, was ich super spannend finde, dass die Lichtkräfte uns da so sehr unterstützen. Weil ich meine, man ist ja jetzt schon wie so ein Leuchtturm, wenn man so durch die Gegend läuft. Ich meine, ob ich jetzt im Zug bin oder in dieser riesigen Stadt einkaufen gehe, ich bin eigentlich immer die Einzige, die wirklich komplett ohne Maske rumläuft. Manche laufen mit so ne, schlecht getragener Maske rum. Aber was ich spannend fand, ich bin neulich mit dem Zug gefahren und es war relativ gut besucht und ich hatte irgendwie, ja, ich war jetzt nicht so ganz in meiner inneren Stärke und habe halt um Hilfe gebeten. Und ich habe gesagt, ich möchte wenigstens, dass andere Menschen auch ohne Maske rumlaufen. Und in der Tat habe ich ein oder zwei gesehen, die hatten auch keine. Und dann habe ich noch eine Handvoll Leute gesehen, die haben es auch mehr schlecht als recht getragen. Und dachte ich, okay, danke schön. Das war ganz gut. Ja, und selbst als mich die Schaffnerin am liebsten wahrscheinlich aus dem Zug geworfen hätte, die eine, war ich nicht so, oh, das ist interessant. Erzähle ich gleich, war gerade kurz abgelenkt. Ich war nicht so, also vor anderthalb Jahren hätte ich mich nicht getraut, sowas zu sagen gegen eine Schaffnerin. Ich war sehr zögerlich dabei, mein Attest zu zeigen. Und dann habe ich ein bisschen mit ihr diskutiert. Das hätte ich mich früher nicht getraut, wahrscheinlich. Weil man glaubt ja ganz subtil irgendwie, also da werden ja Existenzängste getriggert. Ja, da bin ich durch eine harte Schule gegangen letztes Jahr. Ganz kurz, das war, also ich gucke ja tatsächlich auf die Elbe und ich gucke auf so eine, also da hinten ist so eine riesige Brücke und da waren gerade richtig viele, ich glaube, Krankenwagen Richtung Hafen. Wer weiß, wer da abgeholt wird. Ja. Ja, mir ist das aufgefallen vorher, das mit dem Begriff psychologisch unsichtbar, das habe ich vorher auch nicht gekannt. Aber mir ist früher aufgefallen, also die letzten Jahre, ich mache ja diesen Newsletter schon seit 20 Jahren, und wenn ich lese natürlich ganz viele andere Newsletter auch und schaue viele Videos und habe deshalb viele Vergleichsmöglichkeiten und weiß, dass es wenige gibt, die so diese kriminellen heißen Eisen publizieren. Viele getrauen sich das nicht. Und ich mache das einfach, also ich lehne mich da relativ weit aus dem Fenster. Und trotzdem passiert nichts. Und da ist mir das vorher aufgefallen. Obwohl ich mich da weit rauslehne, passiert einfach nichts, das mir schadet. Ich werde nicht verleumdet, ich werde nicht angegriffen, ich werde nicht zusammengeschlagen. Das liegt natürlich auch an der Schweiz. In der Schweiz haben wir viel eine tiefere Kriminalität als in Deutschland. Und die Antifa gibt es in diesem Sinne nicht wie in Deutschland. Es sind schon noch ein paar Komponenten. Ich sage dem so, wir sind im Auge des Hurricanes und da herrscht Ruhe. Es wird zwar alles gesteuert aus der Schweiz von WHO, BITS in Basel,
WEF in Genf und in Davos. Aber sie wollen wahrscheinlich im eigenen Haus Frieden und keine Kriminalität. Und deshalb sorgen sie dafür, dass hier Ruhe herrscht. Das ist ja interessant. Keine Ahnung, kann ich auch nicht. Ich weiß es nicht, warum. Aber ich glaube auch, dass wir eben sehr gut geschützt werden, weil es gibt auch kosmische Gesetze. Also die Voraussetzung ist natürlich, dass wir selber reinen Herzens sind und konsequent sind. Ja, ich hatte mich nämlich gerade gefragt, wie du oder ihr euch das erklärt, dass dann manche Menschen dann doch verleumdet wurden, die gute Arbeit gemacht haben. Ne? Also da sind ja manche entweder untergetaucht oder gegangen worden oder psychologisch so unter Druck gesetzt worden. Da hat man ja auch allerhand mitbekommen. Ja. Was ich sage, dem so schützen kann man sich nur spirituell. Außer du bist Multimillionär oder Milliardär, dann hast du deine Privatarmee. Aber schützen kann man sich im Prinzip nur spirituell. Und das mache ich aber auch jeden Tag, weißt du? Und was machst du dafür? Ja, ich rede mit meinen Freunden in der geistlichen Welt. Ich bedanke mich bei der Quelle der Liebe, bei Gott, bei Christus, beim Heiligen Geist, bei meinen Freunden in der geistigen Welt für den Schutz, für die Inspiration, für die Führung, dass ich richtig geführt werde, eben zwischen den Mördern hindurch. Ich habe einmal in einem Channeling gelesen, es ist möglich, dass wir in einem Kriegsgebiet, wo links und rechts die Bomben hochgehen und die Leute umgelegt werden, dass wir durch ein Kriegsgebiet durchgehen und es passiert uns nichts. Ja, also ich bitte Sie, oder besser gesagt, ich bedanke mich für den Schutz. Immer wieder. Gute Erinnerung, ja. Und dazu kommt natürlich, ich habe selber keine Angst, weil ich war in meiner Jugend war ich ein Macho. Als Kind war ich immer der Stärkste. Es war eher so, dass die Gewalt von mir aus kam. Und deshalb, ich konnte nicht so gut reden. Und wenn sie mich gehänselt haben, habe ich zugeschlagen. Also eigentlich nicht zugeschlagen, es sind ja eher so Rammeleien bei den Kindern. Aber das Selbstwertgefühl ist natürlich dann viel, viel höher. Du hast dann keine Angst. Das passiert mir auch immer, auch als Erwachsener immer noch. Im Zug zum Beispiel gibt es andere Männer, die mich attackieren. Und dann muss ich aufstehen und die ganz laut anschreien, willst du eine Schlägerei? Und dann werden sie ganz klein. Weil sie natürlich Angst haben, dass ich vielleicht zuschlagen könnte. Das kann ich auch. Mache ich aber nicht. Aber sie wissen es ja nicht. Also dann würde ich gerne zur zweiten Kleingruppe übergehen, außer ihr möchtet noch etwas sagen. Nicht unbedingt, außer dass vielleicht man sich doch noch mehr bewusst machen darf, dass wir die ganze Zeit beschützt werden von allerhand von geistigen Wesen wahrscheinlich. Ja. Ja, davon gehe ich auch aus. Sehe ich auch so. Also die zweite Kleingruppe, da geht es mehr um meine Praxis heute.
wie gehe ich jetzt mit all dem um, was wir bisher besprochen haben? Was sind meine Pläne? Was brauche ich noch? Was brauche ich noch an Unterstützung? Was brauche ich noch im Außen und im Innen? Und was wäre schön? Was muss ich nicht unbedingt haben, aber was wäre schön? Was wünsche ich mir noch? Das eine ist nice to have und das andere ist musts. Die musts und nice to have. Ja, wer möchte beginnen mit seinen 3 Minuten? Urs? Im Moment werde ich eben sehr beschenkt durch das schöne Wetter und wenn ich eben diese Lärchen sehe oder eben die Stimmungen im Engadin und auch jetzt hier in den Höhen über 1500 Meter, dann hat man das Gefühl, man lebt wie im Paradies. Und eigentlich habe ich den Eindruck, die Menschen sind recht ruhig, höre aber dann eben von dieser Demo in Bern, das sei grässlich gewesen und man sollte da härter durchgreifen. Ich habe das Wort auch von Ärzten, natürlich nur medial, gehört, es sei jetzt Rigorosität gefragt. Man müsse jetzt strenger sein und eben der, du hast gesagt, dass das Auge, Hurrikanauge, ist in der Schweiz, ich würde es vielleicht noch konkretisieren, gestern habe ich eben auch mich medial wieder beriesen lassen, es findet in der medial aufgerüsteten Intensivstation statt. Ja. Wo wirklich ärztlich verbrieft, alle mögliche Quatsch, jedenfalls geht alles Richtung Nötigung gebracht eben. Ich sage, man sollte eben eigentlich das Schöne, das man hat und was immer nice to have, ja. Ideen, sich gegenseitig Ideen vermitteln, auch mal etwas tun. Ich denke, so verrückt, wie man es medial befürchtet, ist die Welt noch nicht, oder? Aber natürlich, der Deep State ist auf 180, ja, weil er spürt, es geht ums Letzte, oder? Ums Überleben seiner Dinge. Und er fliegt wirklich in die Luft, oder? Und ja, eben, es ist dann noch die Frage der Politik. Ja? Erzähle uns noch etwas zu deinen Plänen. Meine Pläne? Ja, eben, es sind eben diese, sag jetzt mal, wissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen Pläne, gewisse Dinge zu verwirklichen. Das eine ist, dass ich an einem Projekt bin, immer noch eben mathematischer Art. Und das andere, ja, ist eigentlich die Wiederbelebung des deutschen Geistes, wo ich eigentlich diese Art zu denken untersuchen will und da natürlich auch mit verbunden mit praktischen Übungen, dass den Menschen aufgeht, was eigentlich läuft. Und ich sehe wirklich im Argen, was speziell an den Universitäten gegangen ist in den letzten 20 Jahren, eigentlich sind es schon praktisch die letzten 40 Jahren, aber dieses ganze mediale Unwesen, das ist eigentlich von den Universitäten ausgegangen und die haben alles im Griff. Das ist, also ich bin jetzt nicht mehr so nahe an den Universitäten, aber ich erlebe das, dass auch an noch Studierenden, die kommen gar nicht mehr klar mit dem, was universitär oder als Studieren heute ist. Das ist eben, fängt ja schon dort an, dass man ohne Zertifikat da gar nicht mehr reinkommt. Danke, Urs. Dann kommt das Feedback, Linda. Ja, also ich fand vor allem den letzten Teil sehr spannend über deine Pläne und deinen Zugang oder deinen Blick auf Universitäten, denn ich bin ja ein Kind, ich war die letzten 10 Jahre, sage ich mal, im Studium und habe es auch, das kann ich gleich erzählen, aber ich habe es so, wahrscheinlich so erlebt, wie du es beobachtest.
Und fand gerade den Punkt spannend, dass du sagst, das mediale Monstrum, nenne ich es jetzt mal, ist von den Universitäten ausgegangen. Und was ich interessant finde, das würde ich gerne vielleicht später hören, was du verstehst unter der deutschen Art zu denken, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe. Ja, und insgesamt finde ich es sehr schön, auf neue Menschen zu treffen, die sich auch in diesen Bereichen Gedanken machen. Und da aber auch ja, Neues schaffen wollen oder Altes wiederbeleben wollen und da Energie rangeben, so wie du. Danke, Linda. Ja, mein Feedback. Ja, ich sehe das ähnlich wie du mit den Medien. Es konzentriert sich immer mehr alles auf die Intensivstation. Aber es ist auf der anderen Seite auch ein gutes Zeichen, nämlich dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen und dass ihnen die Zeit davonläuft, wenn man das etwas analysiert. Ich habe ja im neuesten Newsletter ein Video von Traugott Ikerot drin. Wenn man dem etwas auf den Grund geht, ist sehr spannend, was der Hintergrund ist, warum das auch Trump und Putin den Bevölkerungen empfehlen, sich impfen zu lassen. Das wusste ich bisher noch nicht, dass das tiefere Gründe hat. Und das können Sie sagen, weil Leute wie wir das sowieso niemals machen werden. Deshalb ist da keine Gefahr. Und ich denke, das wird jetzt einfach noch einige Zeit so weitergehen, vielleicht 19 Jahre, damit noch mehr Menschen, die jetzt auf der Kippe sind, die Möglichkeit bekommen, aufzuwachen und die Fronten zu wechseln. Das, glaube ich, ist der Hintergrund davon. Und ich glaube, unsere Seite wird stärker werden mit der Zeit. Und dann werden irgendwann die Armeen eingreifen und die ganze Clique verhaften. Dann werden die Medien drehen und dann natürlich die Universitäten, die werden auch abgeräumt. Okay, dann kommt die Linda mit ihren 3 Minuten. Ja, also wo stehe ich gerade in meiner Praxis? Ich habe ja in den 3 Minuten davor das schon angerissen und mit meiner Selbstständigkeit, also als Coach und Prozessbegleitung, nenne ich das, stehe ich gerade sozusagen am Anfang meiner Selbstständigkeit, meiner Arbeit und ich weiß, dass es eine gute Arbeit ist, vor allem auch für die Zukunft, aber eben auch jetzt schon. Und ich bin wirklich sehr dankbar für die Frage. Und was ich mir wirklich wünsche, ist, einen Zugang zu haben zum Wald, also dass ich da auch unabhängig hinfahren kann, dadurch, dass ich mitten im Zentrum wohne, ist der Wald weit weg. Und ja, ein eigenes, also ganz konkret, wenn ich ein eigenes Auto hätte und die Mittel, dann würde ich einfach viel öfter in den Wald düsen, weil jetzt also mit dem Fahrrad eine Stunde und ein Fahrrad, was auch gar nicht so gut fährt für die Strecke, plus die Kleidung, bla bla. Irgendwann wird es dann doch anstrengend, so gerne ich Fahrrad fahre. Genau, also das wäre mehr Leichtigkeit und ja, das ist das, was meine Praxis betrifft. Und dann sozusagen auch noch die Frage, wo streue ich meine Arbeit, weil ich ja auch aus dem System raus will und auch nur denen helfen kann, die wirklich meine Sprache sprechen oder sich langsam öffnen, diese Sprache zu lernen. Genau, und da taste ich mich heran und frage mich, ob ich da nicht noch mutiger sein soll und einfach das überall Blick zu machen, wo ich das will und guter Dinge zu sein. Ja, das ist so meine Frage, weil es war jetzt sehr zäh die letzten Monate. Nichtsdestotrotz ist das ein oder andere ins Rollen gekommen, unter anderem, dass ich jetzt hier bin im Workshop, das habe ich vor 3 Wochen auch noch nicht kommen sehen. Ja, genau, das waren jetzt meine 3 Minuten.
Danke, Linda. Dann kommt das Feedback. Urs? Ja, danke. Jetzt habe ich etwas mehr erfahren, was deine Tätigkeit jetzt ist. Das ist spannend und dass du da vom Jobcenter getragen bist, ist interessant. Also ich finde das auch gut. Und diese Sehnsucht nach dem Wald, das kann ich gut verstehen, dass du die hegst und die Stadt, da bist du unter vielen Leuten, aber eigentlich du spürst eben der direkte Zugang zur Natur ist manchmal zu wenig vorhanden und das ist doch sehr, sehr wichtig, dass man dem auch entsprechen kann. Ja, bin gespannt, wie das weitergeht und wünsche dir da viel Kraft und gutes Weiterkommen, gelingen. Danke, Urs. Ja, mein Feedback. Wir haben ja heute Nachmittag schon telefoniert, um das vorzubereiten, wie ich das bei allen mache, die sich anmelden, während dem Mountainbiken. Und ich habe dir ja erzählt, dass ich auch diese Ausbildungsplattform betreibe, weil ich genau solche Leute wie dich, also Pioniere, unterstützen und supporten und sponsern will. Und dass ich als Werbespruch gewählt habe, die einzige Ausbildung, die ich kenne, wo man mehr verdient während der Ausbildung, als die Ausbildung kostet. Und ich denke, wenn man eben weiß, wie, dann kann auch das Spaß machen und man muss keine Existenzängste haben und man kann ganz schnell vorwärts kommen. Zum Beispiel mache ich dann für Pioniere auf meiner Webseite Werbung. Die Volkhild, die mit dem Channeling von Hannover, die Frau von Hannover, die hat jetzt auch ein Inserat auf meiner Homepage und hat bereits eine Kundin bekommen und viele Bücher verkauft. Also wir müssen uns einfach gegenseitig unterstützen. Und da glaube ich, das hat ganz viel Potenzial. Und wir haben uns ja eigentlich kennengelernt über Ralf Otterpohl, mit dem ich auch zusammenarbeite. Und das möchte ich auch weiter ausbauen, diese Zusammenarbeit. Und ich denke, es wird dann immer mehr solche Pioniere geben, die ein Netzwerk bilden, sich gegenseitig unterstützen, gegenseitig Werbung machen untereinander. Und so bekommt man dann eben seine Klienten und seine Aufträge von allen Seiten. Da bin ich mir sehr zuversichtlich. Und ich freue mich sehr, dass du so mutig bist, dich da selbstständig zu machen. Und ich möchte dir gerne weiterhelfen und dich unterstützen mit meiner Ausbildungsplattform, also mit Crowdfunding, dass du da schneller zu mehr Geld kommst und zu mehr Klienten und zu besseren Videos für dich und deine Arbeit. Ja. Ja, dann kommen meine 3 Minuten. Ja, ich denke, es wird jetzt so weitergehen. Also ich mache jetzt jeden Monat einen Workshop und diesen Workshop mache ich eigentlich nicht primär für mich selber oder für meine spirituelle Community, die ich gerne aufbauen möchte, sondern ich sage allen Leuten, die an den Workshop kommen, wenn du
deine Probleme lösen willst und an diesen Workshop kommst, dann bist du hier falsch. Die Probleme kannst nur du alleine lösen. Kein Heiler, kein Therapeut, kein Workshopleiter kann das für dich tun. Nur du kannst das tun und nur in deinem Umfeld. Suche dir zwei Herzensmenschen in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis, mit denen du über alles reden kannst, vor allem über das politisch Unkorrekte, und treffe dich regelmäßig, weil das ist sehr, sehr nährend, wenn man so ein Team hat, wie ich vorher erzählt habe, wenn so eine Herzenswärme entsteht, das hilft sehr. Und das kann man dann ausbauen und so kann man sein eigenes Projekt aufbauen. Du bist, Linda, du bist jetzt in einem Projekt, das vielversprechend tönt. Wenn das so kommt, wie du mir erzählt hast, dann wäre es wunderbar. Und ich hoffe, ihr habt das Glück, dass ihr das hinkriegt. Und dann würde ich auch gleich ganz viel Werbung machen, würde meinen Filmemacher organisieren, dass er einen Doku-Film dreht über die erste Gemeinschaft mit einer Aufwärtsspirale. Ich habe das jetzt 10 Jahre oder 15 Jahre gesucht, aber keine gefunden im ganzen deutschen Sprachraum. Ihr wärt dann die Erste. Vielleicht gibt es auch noch andere, die ich einfach noch nicht kenne. Aber ich denke, das ist die Zukunft von Deutschland, die Zukunft der Schweiz, die Zukunft von Europa, die Zukunft der Menschheit. Und sobald es solche Gemeinschaften gibt, die eine Aufwärtsspirale hinkriegen, dann hat das eine unheimliche Magnetwirkung, weil ganz viele Leute, die jetzt erwachen und sich umschauen, die werden sich sagen, ja, ich habe mich da sehr getäuscht. Wie konnte das passieren? Ich glaube, ich muss da mal nochmals über die Bücher und das genauer anschauen. Und die werden dann solche Projekte besuchen, die so etwas umsetzen. Und dann werden sie sehen, ja, nein, eine Sekte ist das nicht. Denen geht es einfach so gut. Die haben es einfach so gut zusammen. Ja, da möchte ich auch dabei sein. Und dann sind all diese Gemeinschaften schon übervoll und dann werden sie kopiert. Das ist so meine Vision. Ja, dann kommt eure Feedbackrunde. Möchtest du anfangen, Urs? Dein Mikro ist schon an? Oder? Ja, ich denke wirklich, dass das ein vielversprechender Ansatz ist, aus der Fülle heraus begeistern zu wirken und so die Menschen zu begeistern, tätig zu werden, miteinander Projekte anzugehen, Neues zu wagen, schöpferisch tätig zu sein, an sein Potenzial zu glauben. Das ist sehr vielversprechend. Danke, Urs. Ja, also zum einen schätze ich es sehr, dass du so viele, das hast du ja im Beitrag vorher auch gesagt, dass du so viele Quellen sichtest sozusagen. Da bin ich erstens erstaunt, dass man so viel aufnehmen kann. Und zweitens, also finde ich es auch schön, dass auch bei dir, durch alles, was du so wahrnimmst und liest, auch diese Vision auftaucht von diesen Herzensgemeinschaften, die sich dann ausdehnen. Weil das glaube ich nämlich auch. Und eigentlich ist es irgendwie das, glaube ich, was wir schon immer alle in uns tragen, die jetzt schon wach sind, diese Vision nach einer besseren Welt. Und dass sie nicht nur grün angestrichen wird, sondern dass sie eben gelebt wird. Und ich glaube, das entfaltet sich, auch wenn es gerade nur noch in den Anfängen ist. Das ist so der Kern. Und eine Frage noch, weil ich nicht, du hast gesagt, deine
Ich konnte mir nicht merken, worum es in deinem Workshop jetzt wirklich geht. Du hast gesagt, worum es nicht geht. Es ist nicht um eine Problemlösung geht, aber worum geht es dann doch? Weil es waren viele Informationen. Ja, es geht vor allem darum, dass jeder selber aktiv wird und sein Team aufbaut und sein Projekt macht, sein eigenes. Ja, das ist schön. Das ist tatsächlich schön und da fällt mir auch noch der andere Punkt ein, dass man tatsächlich auch aktiv und regelmäßig sich mit den Menschen trifft, mit denen man ja politisch unkorrekte Dinge aussprechen kann. Das, ich glaube, es geht vielen wahrscheinlich so, dass sie dann doch zu lange allein in ihrer Meinung sind. Aber ich habe auch da ein Gefühl, dass sich das gerade entwickelt. Das wird irgendwie leichter. Zuerst müssen wir uns aus unseren inneren Gefängnissen befreien. Lernen wir, unsere eigene Realität zu kreieren.